Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed. Ihr könnt es ja schon sehen. Ich stehe vor dem Informanten. Und wenn ich mir so die Gegend angucke, habe ich das Gefühl, dass es wieder so eine Flaggensucherei ist. Und das ist ja das Allerschlimmste von allen. Ich werde versuchen. Ich werde es vielleicht ein, zweimal probieren. Wenn es nicht passt, dann gehe ich. Ja, klingt doof, ich weiß. Ich will ja jetzt nicht alle Parts oder zwei, drei Parts jetzt nur rumhängen, nur wegen den Informanten. Denn, nee, war das hier? Wir könnten eigentlich direkt, ja genau, da steht's oben. Status und zum Büroleiter zurückkehren. Das heißt, die Mindestausforderung haben wir ja erreicht, wir können eigentlich zurück. Aber, das ist ja wurscht. Wir machen jetzt erstmal noch die zwei Zusatzaufgaben. Und jetzt fangen wir mal an. Bei Gott! Tötet mich nicht. Ach, ihr seid es, Altair. Ihr habt mich erschreckt. Richards Männer verfolgen mich, zwei an der Zahl. Ich versuchte einen Handel mit ihnen zu schließen, als ich bemerkte, dass sie mit mir spielten. Ich konnte aber fliehen. Könnt ihr ein Todesengel für mich sein und deren Köpfe holen, bevor sie meine nehmen? Im Tausch werde ich euch von dem Handel erzählen. Ja, das ist ja ganz cool. Wir müssen nur zwei Leute erledigen. Die Mission hatten wir so in der Art. Ich muss erstmal eben auf die Karte schauen, wer ist hier am nächsten dran. Komm, nehmen wir den da. Ja? So. Und, ja, was wollte ich jetzt sagen? Warte, Faden verloren. Ja, genau, die Aufgabe hatten wir ja schon. Das machen wir mal eben ganz flott. Hoffentlich geht das auch ganz flott. Das hört sich jetzt nicht so gut an. Denke ich jedes Mal an diesen Templer, die hier rumlaufen. Oh, der ist auf der anderen Seite. Au! Wieder Irrer. Naja. Huch. Ich will mal eben auf die andere Seite. Alter, hier. Andere Seite. Na gut, machen wir es anders. Ich habe jetzt nicht den Fall verloren. Was wollte ich denn vorhin sagen? Kein Plan. Auf jeden Fall, ich freue mich auf Assassin's Creed 3. Ja, die Vorfreude ist bei mir sehr hoch. Denn bald habe ich es ja. Und vor allem die teure Version natürlich habe ich mir bestellt. Ja, als Fan der Serie dachte ich mir, komm, als wenn du schon knapp 60 Euro für das normale Spiel drauflegst, kannst du auch mal eben 10 Euro mehr. Die höhere Version. Das ist jetzt bitter, dass das bitter da unten ist, ja. Ah, Alter, hier kannst du dich jetzt mal... Dankeschön. Zack. Zack. So, wo ist er? Oh, da ist er. Ist er das? Jetzt muss er sein. Moment, Moment, Moment. Ganz cool jetzt. Ganz souverän. Erledigen. Abhauen. Shit egal. Abhauen. So. Ja, war wieder klar. Jetzt suchen wir den anderen Typen. Geht das ja eigentlich, wenn alles gut läuft? Hoffentlich findet der nur nicht die Leiche. Aber ich gehe da nicht in der Richtung. Ah. Ja, jetzt sind es nicht nur die Verrückten. Sag ich doch. Ah, Leute, lasst mich doch in Ruhe. Ich bin ja fast zurückgelaufen. Oh Gott. Aber jetzt knapp. Hey, wie gesagt, ich habe mir die teure Version von Assassin's Creed vorbestellt. Und jetzt habe ich noch gelesen, dass alle Vorbesteller noch eine Zusatzinhalt dazu bekommen. Da kriege ich ja ganz schön viel. Wenn man so sieht. Aber ja, ist gut. Ich gehe jetzt auf dem Dach. Das reicht jetzt. Ah, ich hasse diese Irren. Und dann auch diese Besoffenen. Und alle nur gegen mich. Jetzt würden sie Kuttenträger nicht leiden können. Ah, ja, das war natürlich total souverän gemeistert. Also. Ah, so, wo ist er? 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 Der sieht auch aus. Erstens sieht er aus dem Templer und zweitens, warum kommt jedes Mal irgendeiner an, wenn ich eine kleine Aufgabe zu erledigen habe? Ja, Mensch, ist, nee, jetzt geh weg. Ich kann da jetzt nichts machen, weil da stehen noch Soldaten. Kind. Ja, danke. Besoffener, geh weg. So. Zack. Fertig. Schnell. Oh, schnell abbauen. Alles cool. Alles easy. So.
Ach, also so viele hätte ich jetzt nicht gedacht. Also so viele von den Irren und alles. Boah. Und immer da, wo ich eine Mission zu erledigen habe. Ja. Hä? Ich auch nicht. Welche Erleichterung zu wissen, dass ich sicher bin. Danke, Meister. Ich versuchte, einen Handel mit den Wachen der Zitadelle zu machen, damit diese die Tore offen lassen, auch wenn der Alarm erklingt. Ich versagte. Also ist euer einziger Fluchtweg aus Richards Zitadelle die Festungsmauern herunter. Vergebt mir. Kein Problem. Ich meine, die Mauer hatte ich ja eh vor, irgendwie von da aus runterzugehen. Ich gebe aber zu, ich weiß jetzt nicht, wie nochmal... Naja... Zielort aussieht, aber ich meine, hallo, als Kletterer geht man natürlich irgendwie die Mauer, Dächer, Wände. Eigentlich geht man überall durch, bis auf den Boden. Das sollte man nicht machen. Ja, ich habe es einmal getan, weil ich das auch witzig fand. Einfach nur weglaufen, alle anderen, also an den Wachen vorbeilaufen. Ja, fand ich cool. So. Yep. Ich finde, na, wir sind jetzt Akon. Ja, Akon, genau. Ja, ich vergesse das. Akon sieht grafisch ja geil aus, ja? Und ich meine, jede Stadt sieht ja geil aus. Ne? Sage ich mal. Aber so von der Optik her, von diesem trüben Bild, sieht es irgendwie so für mich so ein bisschen traurig. Also, irgendwie so deprimiert aus. Kann sein, dass es nicht ist, aber eigentlich. Kommt mir echt so deprimiert vor. So. Ja, bis ich auf die Kirche auch gleich, dauert das auch 10 Millionen Jahre. War irgendwie anstrengend. Ja. Habe ich Messer genug? Ah, ich habe 2 Stück. Ja, klauen wir uns doch ein paar Messerchen. Ja. Hoffentlich sieht er uns nicht. Oh, ich muss hier anvisieren, nicht wieder. Ah. So. Und? Zack. Maximale Anzahl habe ich. So. Praktisch. Ja, dafür sind die Typen da. Dass man den Messerchen klaut, anstatt vielleicht ein bisschen Kohle, aber hey, das kann man ja im zweiten Teil. Ja. Wer weiß, vielleicht let's play ich auch im zweiten Teil. Nach Assassin's Creed 3, vielleicht mache ich mal den zweiten Teil, vielleicht mache ich auch die komplette Reihe. Ich selber weiß noch nicht, wie ich das mache. Wenn es natürlich gewünscht wird, werde ich es natürlich machen. Schließlich macht mir das ja auch Spaß zu let's playen und mir macht es auch Spaß, wenn einer einen Wunsch hat, den Wunsch natürlich auch zu erfüllen. Aber klar, im November erstmal Halo 4 und natürlich Assassin's Creed 3. So, wo ist der Informant? Ich wette, das ist wieder so eine Flaggensucherei. Zack. Ah, merkwürdiger Mann. Da bist du. Oh, weg da, Leute. Mit dem Dienst. Wieder zurück, Alter, hier. Ihr braucht immer jemanden, der eure Drecksarbeit verrichtet. Dieses Mal hat Al-Mualim nichts befohlen. Nur für mein eigenes Vergnügen bitte ich euch, einige Massia-Flaggen zu finden, die ich in Richards Viertel versteckt habe. Bitte kommt baldestmöglich zurück, denn ich habe etwas für euch. Ja, super. Es sind wichtige Informationen. Aber dieses Mal versucht schneller zu sein. Ja gut, und dafür die lange Pause? War ja wohl nicht nötig. Aber gut, wir versuchen's. Wie gesagt, ich hasse ja diese Aufgaben tierisch. Ich weiß, ich habe da wohl oft dran verzweifelt. Also ich bin mir sicher, das war mal so. Aber ich war da auch jünger. Vielleicht läuft es jetzt besser. So. Darüber. Darüber. Wie es aussieht, geht's eigentlich noch. Ja. So, einmal hier rüber. So. Ach, das geht ja eigentlich. Oder? Scheint so. So, schnell Messer ausrüsten, falls Soldat da irgendwie was von mir möchte. Ja, irgendwie geht das. Ach, cool. Huch! Das war jetzt aber knapp. Eure Arbeit zwingt mich, meine Meinung über euch zu ändern, Alter, hier. Hier ist alles, was ich über Wilhelm von Montferrat weiß. Er und Richard hatten eine Meinungsverschiedenheit, bevor der König gen Jaffa aufbrach. Seitdem bleibt Wilhelm in seiner Zitadelle, umgeben von seiner Armee. Glaubt ihr, dass ihr ihn in dieser beschützten Umgebung angreifen könnt? Wir werden es sehen, aber noch zweifle ich. Ja, lass mich das mal machen. Es gibt nichts, was Alter ihr nicht schafft.
Ja, gut. Alle Missionen erledigt. Ja, jetzt können wir putzmunter natürlich zum Büroleiter. Mehr wollte ich ja nicht. Wegen den Pflanzen nochmal zurückzukommen. Eigentlich ist das so eine kleine Trainingsart. Müsste ich mal so sehen. So komme ich vielleicht besser mit der Steuerung klar. Mit ein bisschen Flink auf dem Dach. Wer weiß, wer weiß. Ne, da gehe ich lieber zu Fuß. Auch wenn das jetzt so hoch ist. Aber da geht zu viel Zeit drauf, da irgendwie über die Kirche zu kommen. So, jetzt schön auf dem Dach. Ich will jetzt weniger auf der Straße rumlaufen, sondern mehr auf dem Dach rumtouren. Eigentlich macht das ja das Spiel ja auch aus. Ich glaube, da ist ja auch ja, Schwerpunkt. Oh, wenn man es richtig macht. Ah, ich habe gedacht, ich schaffe das. Okay. Ja, jetzt lassen wir mal mit dem Hochmut. Jetzt machen wir es mal ein bisschen ernster. Ich habe eigentlich gedacht, ich schaffe das. Huch. So. Mal da hoch. So. Eben kurz gucken. Ja. So, da. Ja, sah ja auch gut aus. Macht Spaß. Vor allem die Geräusche, wenn man da drunter die Dachpfannen hört, ne? Hört mal. Ich finde stark. Das sind so kleine Details, die mir einfach Freude machen, dass man auf sowas auch Wert legt. Ja, ich will aber nicht pingelig sein, ne? Schert euch fort! Nein! Bitteschön! Oh. Ach, Gott sei Dank. Das schon, der fällt jetzt nach vorn. Meistens ist das so, wenn ich ein Messer schmeiße, fallen sie natürlich auch immer zur Straße. Oh, Fleckchen. Kann man mitnehmen? Hopp. Komm, ein Sprung. So, und jetzt sofort ins Büro. Yep. Na, komm. Dann hören wir uns mal an, was er zu sagen hat. Jo, da ist alles gut gelaufen. Moin, Chef. Rafik. Die Kunde eurer Taten verbreitet sich schnell. Anscheinend seid ihr aufrichtig bemüht, euch reinzuwaschen. Ich tue, was ich kann. Und manches Mal gelingt es euch. Mich dünkt, es ist euer Auftrag, der uns zusammenführt. Ja, Wilhelm von Montserrat heißt der Mann. Ich habe den Befehl ausgeführt und mich mit Wissen gewappnet. Ich weiß nun, wie ich ihn erreichen kann. Sprecht, und ich werde urteilen. Wilhelms Heer ist groß und viele nennen ihn ihren Herrn. Aber er hat auch Feinde. Er und König Richard sind sich nicht wohlgesonnen. Wohl wahr, sie standen sich nie nah. Das gereicht mir zum Vorteil. Richards Besuch hat ihn erregt. Wenn der König aufbricht, zieht Wilhelm sich in die Festung zurück, um nachzudenken. Er wird abgelenkt sein. Genau dann schlage ich zu. Seid ihr dessen sicher? So sicher ich nur sein kann. Und wenn die Dinge sich ändern, passe ich mich an. Dann gebe ich euch freie Hand. Beendet das Leben von Montferrat und befreit diese Stadt. Ich kehre zurück, wenn die Tat vollbracht ist. Spule vor zu aktuellen Gedächtnisabschnitten. Super, wir haben alle Missionen erfüllt, haben natürlich unserem Rafik Bescheid gesagt. Aber, jetzt kommt das Peinliche. ist euch eigentlich in der letzten Folge aufgefallen, dass ich die Mission direkt gemacht habe, ohne vorher zum Rafik zu gehen? Ja. Ja, ist ein bisschen peinlich. Normalerweise ist es so bei mir, ich öffne offscreen die Karte, stehe dann beim Verbindungsmann, beziehungsweise jetzt hier im Büro, bin ich dann mit euch, wir hören uns an, was er zu sagen hat, wo wir suchen sollen, dann machen wir die Aufgaben und dann wieder zurück. Jetzt war es so, dass ich das vergessen habe. Ja, und wir haben jetzt die Aufgabe sofort Alice erledigt und dann zum Rafik. Das geht auch. Dann leiert er uns noch was anderes. Normalerweise, ne, sagt er vielleicht einen ganz anderen Text. Will nur mal so sagen, man muss ja nicht immer direkt zum Verbindungsmann laufen. Ja, es ist für jeden, der das jetzt zockt oder jetzt zocken möchte, muss jetzt nicht so spielen, wie ich das tue. Erstmal Rafik, dann, ne, ihr wisst Bescheid. Aber gut, unser nächstes Ziel ist natürlich Wilhelm. Aber das sparen wir uns für die nächste Folge auf. Und wie ich mir gedacht habe, das ist die Burg, die ich gesehen habe. Ja, wenn es euch gefallen hat, abonniert, kommentiert, bewertet und hinterlasst Kommentare auf Facebook. Ich würde mich freuen und wir sehen uns zur nächsten Folge zu Assassin's Creed. Bye, bye.